Hallo und herzlich willkommen auf dem PEW Review Kanal. Wir haben heute den Aceton von Olak Entertainments zu Besuch und der erklärt uns heute im Rahmen unserer russischen Uniformsserie einmal die russische Uniformierung und Ausrüstung ungefähr im Jahr 1915, also Mitte 1915. Typische Uniform eines Malachi-Unteroffiziers. Unteroffizier, Schulterklappen zu erkennen, zwei Streifen. Dass das durch die Ausrüstung verdeckt war, war dann eben zusätzlich an der Feldmütze dann eben eine Unteroffizierskokarde. Eben hier im Vergleich nochmal die Mannschaftermütze mit der Mannschaftskokarde. Unterscheidet sich halt darin auch viel, dass die Unteroffizierskokarde deutlich mehr Verzierungen aufweist und die für die Mannschaften war halt sehr schlicht gehalten. Aber in ähnlichen Farben, deswegen wollten wir euch nochmal die Unterschiede da zeigen. In dem Fall als Wollstoff die Mütze, gab es eben auch wie die Uniform als Baumwollstoff, normalen. Die Uniformjacke, das ist eben die für den Sommer, in dem Fall ein khakifarbener Farbton und im Vergleich zur Hose. Also es gab viele verschiedene Farbtöne und Unterschiede in der Uniformierung, dass es auch nicht zentral wirklich geregelt war, welche Farben, sondern nur grob vorgegeben waren. Bei den Knöpfen einfache Hornknöpfe. Ja, Horn- oder Holzknöpfe. Ich habe an meiner Uniform zum Beispiel Holzknöpfe vernäht. Ich trage auch die Winteruniform quasi dazu. Das ist halt nochmal ein anderes Material, wenn man das nochmal vergleichen möchte. Na, da sieht man halt eindeutig, dass das eine ein Baumwollstoff ist und das andere ist eher so eine Art Lodenstoff. Ja, das Problem eben mit den verdeckten Schulterklappen hat man dann während dem Krieg gelöst, indem man die Rangstreifen dann nochmal auf die Uniform am Ärmel befestigt hat, dass man dann eben trotzdem erkennen konnte, aha, Unteroffizier, Feldwebel. Ja. Also die Uniformierung unterschied sich dann quasi nicht allzu stark von denen der Mannschaften. Das war ja bei den Deutschen ein bisschen anders gelöst, da war deutlich mehr Zierade da. Und bei den Russen war das ein bisschen einfacher und deswegen musste man sich da zur Erkennung der Ränge ein bisschen behelfen. Also die Schulterklappen, in dem Fall wäre das jetzt die für einen Kaserndienst die Seite. Für einen Felddienst war dann eben unten drunter in getarnten Farben dann eben auch die Krankstreifen in getarnter Variante, die dann so im Feld getragen wurden mit der Regimentsnummer. In dem Fall das 158. Regiment in Bobrysk, Weißrussland. Sehr geprägt von jüdischen Einwanderern und deutschen Siedlern. Dadurch kann man schon fast behaupten, deutschsprachig in der Allgemeinsprache gewesen. Ja. Aber halt Russisch immer noch Befehlssprache. Genau, also die Befehlssprache war Russisch, aber die Sprache unter den Soldaten untereinander war halt Deutsch. Wie es dann eben auch polnische Einheiten gab und ukrainische Einheiten, die dann eben ihre eigene Sprache hatten, aber halt in Befehlssprache war dann Russisch Standard gewesen. Dann haben wir hier die leichte Sommerhose, eben in diesem etwas helleren Stoff. Dazu dann eben ab 1915 die Halbschuhe eingeführt, ohne Benagelung. Da Russland wenig befestigte Straße hatten. Deswegen braucht man schlicht und ergreifend die Benagelung nicht. Aber war es denn nicht eher typisch, in unbefestigtem Gelände zu benageln? Oder hatte das eher was damit zu tun, dass man im Gleichschritt bleibt? Es ist wirklich für felsiges Gelände, also da braucht man eher benagelte Schuhe, um Grip zu haben. Ansonsten im freien Feld braucht man es nicht. Okay. Ich kannte das nur von den Franzosen. Die haben ihre Schuhe nämlich unterschiedlich benagelt, sodass man quasi am Schrittklang erkennen konnte, ob sie im Gleichschritt laufen oder nicht. Das ging mir gerade so durch den Kopf. Mit Wickelgamaschen getragen. Und dann gab es parallel immer noch die Mannschafterstiefel, die Marschstiefel mit Schaft. Gas. Apropos Gas. Gas ist das Stichwort. Ja. Eben hier noch sehr improvisiert. Der einfachste Schutz vor Gas war dann eben eine Schutzbrille und ein normales Tuch. Dann natürlich im Idealfall Urin getränkt.
Man muss dazu sagen, dass diese Lappen mit Urin getränkt wurden, da Chlorgas sich mit Harnstoff binden lässt und man sich daher so einen gewissen Schutz erhofft hat. Das hat dann dementsprechend aber nur semi-optimal funktioniert. Aber es war halt eben besser als gar nichts. Oder die Lunge halb auskotzen. Oder die Lunge halb auskotzen, das mag man auch nicht gern. Nochmal ein Brotbeutel an der Seite dran. Eben zum Vergleich 1813 ist der hier auf der anderen Seite. Da man eben zu der Zeit dann eben den Tornister sowohl auf den Rücken wie auch an der Seite tragen konnte, eben ließ sich besser machen mit der Seitbahn bzw. Mantelrolle. Die Feldflasche, das ist hier das ältere Modell, eben um 1860 eingeführt, wurde dann eigentlich in den 1890er Jahren durch die Aluminiumfeldflaschen ersetzt. Aber wurden trotzdem noch aus Beständen weiterhin genutzt. Alles aufbrauchen, was da war. Ja. Dann eben die ledernen Patronentaschen wurden dann später auch durch Stoffpatronentaschen ersetzt, beziehungsweise teilweise auch aus Metall oder aus Holz. Eben um besser durchs Gelände zu kommen, um Stacheldrahtzäune durchzuschneiden, dann eben hier die Drahtschere. In dem Fall eine von Peugeot. Eine französische. Oh weia, ich hoffe, die funktioniert nicht so wie die Autos. Ja, es quietscht nicht. Dann haben wir eben nochmal den Tornister. In der Umhängetaschtrageweise. Dann hier das Bajonett. In dem Fall wirklich ein Bajonett, der das keinen Griff besitzt. Den Feldspaten in der ledernen Feldspatentasche. Und hier sehen wir dann noch an der Mantelrolle wurde dann das Essgeschirr aus Messing befestigt. Und das Zeltbesteck. Das ist bei den Russen sehr charakteristisch, da es sehr groß ist. Es ist bedeutend größer als das Zeltbesteck anderer Armeen zu dieser Zeit und wurde von den Soldaten dann mit der Zeltbahn zusammen auf dem Rücken getragen. Als Unteroffizier habe ich dann eine Zweitbewaffnung noch. Den Kenner ist aufgefallen, dass es eigentlich auf der verkehrten Seite ist. Weil mit rechts würde man jetzt die andere Hand nehmen und hier dann eben ein Nagant. Ein Nagant-Revolver, der eigentlich für Offiziere gedacht war. Es gab noch Mannschafterausführungen, aber wer einmal so ein Ding ergattert hatte, da gibt es nicht mehr her. Ja. Rechts trug man das Gewehr weiterhin und dann eben im Nahkampf bzw. Grabenkampf dann in der linken den Revolver. Hat sich das mit links gut geschossen? Es war Übungssache. Okay. War eben auch wichtig, zum Beispiel bei der Kavallerie, da wurde es ja eingeführt ursprünglich, weil rechts Säbel und dann eben linker Hand der Revolver. Mhm. Da kann man übrigens auch noch eine nette Nebeninformation sagen. Das war bei den Deutschen ähnlich, weil man halt in der rechten Hand am Anfang noch den Säbel trug. Wir kommen am Säbel nicht vorbei. Wir kommen am Säbel nicht vorbei. Ja. Standardkoppel, hier noch mit Messingschloss. Gegen Kriegsende wurde gesagt, einfaches Eindornkoppel. Stinknormaler Gürtel, ja. Genau. Eben Standardbewaffnung, das Mosin Nagant, beziehungsweise der Mosin Nagant. Dazu haben wir ja auch schon mal ein Video gemacht. Dann eben typisch am ersten Weltkriegsmodell, dann eben diese eckige Systemhülse, das alte Stufenvisier. Und das eben noch mal ein Stückchen länger ist als dann das Modell von 1930. In dem Fall auch so viel zum Thema Neutralität der USA, dann eben produziert New England Westinghouse 1915. Wurden alle Mosin Nagant Modelle von der USA gefertigt oder gab es auch inländische Produktionen? Hauptsächlich gab es inländische Produktionen, aber die kamen nicht hinterher. Deswegen hat man dann eben in den USA Kontingente bestellt. Okay. Problem war, dass dann irgendwann dem Russischen Reich das Geld ausging, man die nicht bezahlen konnte und die USA auf ihrer Produktion liegen blieben. Und man dann eben nach dem Ersten Weltkrieg dann viel an Finnland verkauft hat, die dann eben viel aus diesen Beständen dann noch heute in ihren Arsenalen und Museen haben. So, wir haben uns jetzt viel darüber unterhalten, wie die russische Armee bewaffnet und ausgerüstet war. Aber wie war denn so die Kriegsführung oder die Erfolge der russischen Armee? Haben die anders gekämpft als andere Armeen? Wie lief das an der Ostfront so allgemein ab?
Also man hat ja während des 19. Jahrhunderts viel mit Preußen zusammengearbeitet, immer wieder gemeinsame Manöver abgehalten, deswegen auch ähnliche Kampftechniken gehabt. Im Anfang hat man dann die sogenannte menschliche Welle eingesetzt, eben eine Linie rückt vor, die nächste rückt auf, immer weiter, bis man dann eben zur sogenannten Karpaten-Taktik übergegangen ist, dass man dann eben mit aufgepflanzten Bajonetts vorangestürmt ist, in die Grabenreihen gedeckt von MG-Feuer. Und man natürlich viel weiter gedacht hatte und hat schon erste Techniken entwickelt, die dann später von Deutschen im Sturmbataillon aufgenommen wurde. Sprich Schützenlinie, Schützenreihe, solche Sachen hat man dann eben schon früh entwickelt gehabt. Über russische Schocktruppen, das Thema hatten wir mal ganz kurz angesprochen auf dem Kanal Don't Forget History. Das verlinken wir auch nochmal in der Videobeschreibung, da könnt ihr da auch gerne nochmal reinhören, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Dann vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr zur russischen Armee im Ersten Weltkrieg oder eventuell auch im russischen Bürgerkrieg erfahren wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, lasst ein Abo und ein Like da. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.